Wir sind drin, Chat, wir spielen! Seid ihr auch ganz hyped wie ich? Nach so langer Zeit. So, und dann würde ich sagen, rein da. Ah, neue Forschungen verfügbar? Ja, aber unbedingt sogar. Warte mal. Wir wollten doch hier irgendwo Stadtgrenze erweitern, wäre cool. Ressourcenverbrauch, soziale Gerechtigkeit. Erstmal herzlich willkommen zu Hyrule City, meine Lieben. Herzlich willkommen hier. Nach 1,5 Stunden. Ja, wir hatten ein bisschen längeren Talk gerade. Das war aber auch wunderhübsch gerade, mit dem Chat einfach ein bisschen zu labern. Weil so vielen Leuten im Chat macht es einfach auch wahnsinnig Freude und Spaß. An dieser Stelle kurz, Koblu, machst du mal so eine szenenreiche Großeinblendung für YouTube? Sagen wir, hi, herzlich willkommen hier. Wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt, ja, möchte ich ganz kurz an dieser Stelle daran erinnern. Montag bis Freitag, 18 Uhr. Das ist eine super geile Idee, einfach mal auf twitch.tv/zwergtube zu gehen und einfach mal im Chat Hi zu schreiben. Einfach nur, weil da unglaublich viele coole Leute sind. Und da kann man auch sich ganz nett austauschen. Ja. Wenn ich jetzt wandern, nutze die Gunst der Stunde und klicke, trau dich, klicke auch jetzt auf twitch.tv/zwergtube. Dankeschön für die Aufmerksamkeit, das war mir einfach ein Fest, ja. Neuer Just-Chatting-Rekord. Ich glaube, wir haben schon mal einen Stream auch komplett Just-Chatting gemacht. Ich bin mir fast sicher. Hi, der ist gefährlich. Weiß gar nicht, was du meinst. So, wir wollten das Buff stapeln als nächstes haben. Das heißt, wir müssen hier irgendwo hier rüber, hier, hier und dann ist schon wieder alle. Gut, okay, aber es ist schon mal ein Anfang. Also schon mal ein Anfang. Wir brauchen neue Wohnungen. Wir haben aber viel zu wenig für neue Wohnungen, so wie ich das sehe. Schwierig. Können wir mal ganz kurz gucken, ob wir noch mal ein paar neue Häuschen bauen können. Ah, hier, warte mal. Das war der Zonenmanager. Das war's. Das war wirklich alles, was wir jetzt mit dem neuen Zonenmanager bauen konnten. Weil wir keinen Stahl haben. Ach komm. Unglaublich. So, einfache Stahlschmelze. Wir brauchen Eisen und Kohle dazu. Wo ist denn der Schmodder da oben? Sind die Kumpels? Ach, Ressourcen fehlen. Oh Mann. So. Okay. Haben wir den Sonnenstand? Haben wir noch nicht aktiv, ne? Müssen wir machen. Ein wunderhübscher Weg, so schön wie dieser. Ja, ich weiß, ich habe eher Angst, dass wir halt auch das hier gleich zerlegen, ne? Wenn wir hier Vollgas reingehen. Mal abgesehen davon, dass wir ja auch Kohle nicht unbedingt wahrscheinlich üppig haben. Ja, Kohle geht auch rapide weiter runter. Also auch Kohle müssten wir erweitern. Warte mal kurz. Haben wir da nicht eine Kohlemine? Da oben sind die Kohleminen. Ja, da können wir aber auch noch erweitern, ne? Das ist natürlich die Frage, geht das so? Warte kurz, hier an der Seite vielleicht. Nee, das kannst du knicken. Das hier oben ist Unsinn. Wie geht das? Ah, warte hier. Da warte mal. Pinselstärke. So. Smooth.
Und wenn ich jetzt hier das. Warte mal, lass mal gucken. Ich könnte das auch einfach auch abgraben, ne? Oder wir machen hier die 80% einfach mal an der Stelle. Das sind immerhin 2x 80%. Dieser Weg wird kein leichter sein. Was? Kleine Spritztour oder was? Kein Problem. Ah, sie fahren alle über mich drüber. Nur weil ich so langsam bin. Huch. Ah, Moment. Hab's gleich, Chat. Ah, nix Ampel für mich. Haha. Huch, da endet die Straße. Oh no. Nicht meine Straße endet hier. Ah! Bester Autofahrer EU West möchte ich an dieser Stelle nur mal ganz kurz anmerken, ja? Aber wann kann man Auto fahren? Das geht schon die ganze Zeit. Ich mach das bloß selten. Hier, ihm geht's auch gut, ne? Er hat auch keinen Stress so. Hier weiter. Ich muss hier lang. Da kommen nämlich hier diese Halbtunnel-Dingers, die wir gebaut haben. Bist du schon mal ins Wasser gefahren? Immer wieder gerne. Immer wieder gerne ins Wasser fahren, ja. Das habe ich noch nie geschafft. So. Ja, ich habe tatsächlich meine erste Fahrt ins Wasser gemacht. Boah, wenn du aus der Kartengrenze rausfährst, ist ja echt ekelhaft. Du kannst nur ganz langsam fahren. Schön. Schön war's. So. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Büros. Es fehlen 99 Büros gerade, Chat. Da müssen wir jetzt rein an die Sache. Wir haben hier in der Sache, glaube ich, zweiter Dichte gebaut. So. Lass es uns tun. So, dann müssten wir jetzt ein paar Büros gelockert kriegen. Wir haben 10 Millionen, glaube ich, ja, so ungefähr. Immer wieder ein Genuss. Absolut. So, können wir hier nochmal ein paar andere Häuschen bauen, wenn wir schon mal dabei sind. Ich glaube, die baut es nämlich tatsächlich jetzt einfach nur nicht. Ja, kostet natürlich auch 8 Stahl, das Teil. Warte mal. Hier oben. Ihm fehlen natürlich jetzt noch massig Leute. Und oh, kostet auch 8, ne? Oh Mann. Ist halt unfassbar langsam hier alles. Ich finde immer noch 25 Büros. Das ist kein Witz, echt jetzt. Wir können auch die ganz große Dichte hier machen, aber die bauen auch das. Aha.
Da brauchen wir Eisen für. Eisen haben wir auch fast nichts mehr, ne? Oh. Spiel gespeichert. Danke, danke, danke. Vielmals danke. So, Eisen struggelt hier auch die ganze Zeit ein bisschen rum. Eisenerz sinkt leicht, hält sich aber relativ vehement. Kohle bleibt bestehen, passt. Da haben die Minen ihr Soll erfüllt. Haben wir hier, warte mal, hier ist die Eisenminenverarbeitungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob wir hier an der Seite lang kommen. Ob wir das noch anschließen können. Jetzt müsste es eigentlich an der Straße sein. Ich weiß aber nicht, ob das hier so funktionieren kann. Ganz schön was los hier in dem Tunnel. Zwerg und seine Ressourcen. Ich liebe meine Ressourcen. Haben wir irgendwo noch Eisen? Da ist Eisen. Da ist Eisen. Oh, nice. Entschuldigung, junge Dame, lassen Sie mich durch. Ich bin Eisenexporteur. Hab ich da etwa gehört, Sie haben Eisen gefunden? Gar kein Problem für uns. Ist ja wunderschön. So. Ist jetzt hier unten nur 70er Qualität, aber das macht gar nichts. So heftig ist das hier alles nicht. Da macht es einfach schlicht und ergreifend die Masse. Bei dem Projekt. Muss ich bloß hier irgendwie durchkommen. So, jetzt brauchen die natürlich Wasser, ganz klar. Da werden wir auch gleich mal einen Brunnen hinbauen. Kein Wasser in der Nähe. Ärgerlich. Hier lang. Okay. Sehr gut. Oh, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind auf Gold gestoßen, überweisen. Ja, das muss ja auch reichen, ne? Schlückchen brauchst du immer. Apropos, lass mal ganz kurz die Wasserstände angucken. Ja, war schon mal mehr, ne? So, wir brauchen natürlich jetzt erstmal hier hinten eine eigenständige Spedition für all das. 16. So, kleiner Trick 17. Müssten die nämlich hier reinfahren, um wenden zu können. Gucken wir mal. So, hier fehlt es jetzt rapide an Büros und Arbeitskräften und. Also da haben wir jetzt einen gigantischen Bedarf auch einfach. Den müssen wir jetzt einfach auch lösen. Da kommen wir, da führt tatsächlich kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Arbeitskräfte.
Es waren vielleicht ein bisschen viele. Dann brauchen wir Büros noch. Dann haben wir hier diese Dreierfläche. Es fehlt ein Büro noch. Nee, oder? Passt. Oh, schön, schau mal. Okay, denen fehlt überall Arbeitskraft. 19 Arbeiter fehlen euch. Ja, okay. Okay, ich verstehe das. Wie viele Leute wohnen denn hier? Denen fehlt jetzt natürlich an allem irgendwie, gell? Konlu, ab in die Mine, du wirst gebraucht, sagt Con gerade. Always. Ist okay. So ist er, dieser Mr. Kobluna. Ah ja, ich sehe schon. Little Problems. Oh, das war nix. Kann ich das nicht beheben? Warte. Das kann man das nicht ändern? Doch, bestimmt, oder? Wie kann ich denn das? Ein neuer Zwerg ist in den. Markus, dankeschön! Markus_der_Franke schenkt einen Sub an Osterstrom 97. Und Osterstrom im vierten Monat angekommen. Dank Markus! Vielen lieben Dank für den Support an der Stelle. Was ist denn mit den Schnitzel los? Ich weiß auch nicht. So, pass auf. Hier oben machen wir jetzt, hier hinter dem Berg, da hinter den Bergen, ja, bei den sieben, ach, ist egal, reden wir nicht drüber, gehen wir hier jetzt durch, warte, ach, da, wenn du im Baumodus bist, die Kameraführung ist echt friggelig, so, Landschaft ignorieren bitte, ja. Verzeiht mir, ich bin ganz langsam und behutsam mit der Kamera. So, dann sind wir jetzt hier hinten draußen. So. Gibt es hier hinten noch irgendwelche Ressourcen, von denen man wissen müsste? Nix. Okay, nada. Gut, dann werden wir hinten mal ganz kurz ein bisschen unsere Kohlegeschichte machen. Und dann bauen wir hier ein paar Holzfäller noch rein zum Ausgleichen. Und dann gibt es hier nochmal eine kleine Spedition für alle Fälle. Gut. Kann ich, Chat, kann ich, das ist jetzt die große Preisfrage. Ich meine, man muss ja irgendwie, kann man auch Bäume pflanzen? Wäre jetzt unheimlich hilfreich. Objekte platzieren. Schön. Content Browser. Ja, was du alles platzieren kannst. Ich war da noch nie in dem Menü drin. So, der Betrieb hat sich für Kinderfreundlichkeit entschieden. So. Schön, schön für Kinderfreundlichkeit steht man hier. Bei dem Holzfällerbetrieb. Da ist auch, der Arbeitsschutz ist gegeben. Oh, hier kommt noch, damit die armen Kinders, ja, sich nicht im Sommer hier die Rübe verbrennen, ja. Gibt's hier noch einen Sonnenschirm. Und dem Arbeitsschutz wird auch Genüge getan.
Wir stellen da hier nochmal zwei Pylonen auf, damit die dann nicht da reinlaufen. In die Holzstämme und so. Hier so. Das müssen die wissen. Hier schon mal, die debattieren auch wild, ob das in Ordnung geht so. Für das Betriebs-Osterfest. Yay! So, hier kann ich Bäume pflanzen, hoffe ich. Nee. Glaube ich nicht, oder? Die Frage ist natürlich jetzt, ob das was bringt, was wir hier machen. 70% hier. Ah, Müllabfuhr brauchen wir ja auch noch, Mensch. Ah, reicht eine einfache. So. Ah. Rutscht man direkt auf den Gabelstapler. Das ist Absicht, ja. Frühe kindliche Entwicklung, ja. Ist alles nur Deko. Oh no. Schade. Dann würden uns diese Bäume hier gar nichts bringen. Tendenziell aber scheint das wohl irgendwie zu funktionieren, was wir hier tun. Weil wenn ich jetzt mal so unsere Kohle anschaue, dann müsste die jetzt demnächst ein kleines Revival erleben. Ich glaube, es geht jetzt auch tatsächlich schon langsam los. Ja, ich glaube, das sind so die ersten... Ja, ja. Also wir haben es... Unter Umständen leicht übertrieben, aber hey. Das ist, ja gut, wenn wir das ein bisschen übertrieben haben, dann nutzen wir doch die Gunst dieses wunderhübschen, neuen Bereiches, den wir jetzt hier erforscht haben. Und weil wir immer wieder Eisenmangel haben, lass uns doch hier einfach mal so, zwei Eisen... Fabrikationen hinstellen. Meinetwegen auch drei, ja, kostet ja nichts. Und lass uns einfach mal mehr Eisen produzieren. Weil mehr Eisen heißt in der Regel auch ein bisschen mehr Stahl, heißt ein bisschen mehr Freude am Fahren und so. Also es ist toll. Gut, die Umweltverschmutzung hier hinten in der Ecke, sind wir ehrlich, das hätte ja keiner kommen sehen. Weitere Büros fehlen. Aber jetzt können wir natürlich Büros wie blöd bauen, ne? Das ist natürlich ein Vorteil. Ui. Die werden ja immer höher. Boah, krass. Leichtes Bürotürmchen, ne? Ja, den fehlt es aber insgesamt, glaube ich, an Arbeitskräften hier generell. 18 Arbeiter, ja. Wir müssen unseren nächsten Stahl, den wir produzieren, tatsächlich voll und ganz in die Bewohner schmeißen. Stahl explodiert, ja, naja, wie gesagt, Eisen geben wir halt viele aus, Stahl wäre ganz gut, wenn das noch schneller wächst, ne? Jetzt lassen wir mal ganz kurz die letzten Monatsgeschichten durchlaufen. Weil wenn wir im Monat halt echt nur 7 Tonnen produzieren würden, wäre halt schon ganz schön räudig. Ja, ich weiß, Rainer, dass das Büros sind, aber Büros haben wir ja auch gebraucht, da hatten wir auch ein Warnfeld. Und Arbeitskräfte ziehen ja hier noch zu. Also hier ist ja auch ewig viel Platz zwischen den Häusern, wo Leute noch nicht zugezogen sind. Also auch da geht es noch langsam, aber sicher vorwärts. Wir verdienen auch ja gerade mal 200.000 plus. Schnäppchen, no, ist kein Problem für uns. Aber wir müssen auch an eine Sache natürlich denken. Wo gelebt wird, wird auch gelebt. Tatsächlich wird auch verbraucht. Und das heißt natürlich für uns, wir müssen... wir wollten mal die Rinder, wollten wir doch machen. Freunde, Rinder sind die Zukunft. Oder so. Rinder waren das doch. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Was?
So eine kleine Rinderfarm hier. Was fehlt denn uns da? 96 Stahl! Nein, einen wunderschönen guten Abend, hi. Den Stahl in die Bewohner schmeißen. Das tut mir leid. Ich möchte da an dieser Stelle jegliche Zusammenhänge diesbezüglich dementieren. Meine Güte. So, pass auf, wir kaufen einen. Können wir einkaufen? Bestimmt, oder? Wir kaufen ja hier schon Quarz ein. Lass uns mal die Bröters rausschmeißen und wir kaufen jetzt einfach Stahl. Was soll der Geiz? Wir wollen mindestens 200 Stahl haben. Drunter tun wir es nicht. Dann kaufen wir halt die Sülze ein bei 13 Millionen. Na, meine Güte. Wir produzieren das schon, aber ja, genau. Dann können wir nämlich die Rinder machen, weißt du? Ich will ein Herz für Rinder, Freunde. Bei uns haben die ja Freiland, ne? Also es ist die zwergonische Bio-Geschichte, ja. Manchmal auch sogar vegan. Vom Rind. Sag mal, wo haben wir denn jetzt so viel Stahl verbraucht? Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Bauen wir ein paar Häfen. Ja, machen wir gleich. Normalerweise sollte es aber reichen. Wir haben jetzt ordentlich Geld ausgegeben auch schon. Über 300.000. Komm, das sollte locker drin sein. Na also, freut sich das Rind. Ja, guck mal. Die freuen sich hier. So. Jetzt gibt's den Schnitzelfachbetrieb. Grisu, dankeschön. Grisu aka Tom für deinen Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Schön, dass du dabei bist. Ups and the downs, my heart will never stray.